Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, siebter Tag. Guten Tag. Ich habe jetzt hier, ne? Da stehst du genau. Ja, genau. Hast du auch einen Puschel am Schirm? Ja, ich habe. Hallo, guten Morgen. Heute beginnt unser siebter Tag der Tour Bodensee-Königssee. Wir fahren heute von Bad Reichenhall nach zum Königssee, um die Tour erstmal zu beenden. Danach geht es weiter vom Königssee Richtung Salzburg. Da werden wir den Alpe-Adria-Weg starten. Das werdet ihr dann nachher sehen. Hier sind wir im Hotel Almrausch untergekommen. Sehr schön, das kann man empfehlen. Alles sehr liebevoll eingerichtet. Sehr geschmackvoll. Zimmer sehr groß, genügend Steckdosen, weil man hat ja auf so einer Fahrradtour immer viel zu laden. Es ist jetzt, wie spät, Andrea? Zeitansage? 8:41. Um 8:41 Uhr werden wir starten. Hier zeigen wir euch nochmal das Hotel im Hintergrund. Habt ihr ja schon mal gesehen. Und was sehr schön ist, es ist heute gutes Wetter. Ja, kein Regen. Ganz große Klasse. Kein Regen. Wir haben die Regensachen eingepackt. Sehr schön. Hier kann man auch nochmal dahinter was sehen, da sind auch noch Berge zu sehen, ja. Und ja, wir werden ja starten und ihr werdet wieder von uns unterwegs hören. Bis dann erstmal, gute Fahrt. Wir sind relativ früh unterwegs. Es müsste jetzt kurz nach 9 sein. Wenn das nicht stimmen sollte, dann schreibe ich das nochmal unten rein. Im Urlaub vergisst man einfach die Zeit und den Wochentag. So. So. Heute zeigt sich das Allgäu von seiner allerbesten Seite, wo wir den Rest zum Königssee fahren, ja, mit 16. Wir haben schon, also ich habe Latschen und kurze Hose umgestellt, traumhaft. So hätten wir uns das die ganze Zeit gewünscht, aber es ging. So, nach dieser gewaltigen Steigung durch den Wald ging es eine ganze Ecke, sind wir gleich oben angekommen. Nochmal dieses Stück, aber das war es heute noch nicht. Ab Salzburg wird es wohl flacher.
Das entschädigt für jeden Regentropfen, der war. Na, Andrea, ja. Das Wetter ist? Bombe. Bombe, tippitoppi, würde ich sagen. Jeder Sonnenstrahl ist mit einem Regentropfen erarbeitet. So eine Querungshilfe. Und das ist das Ergebnis, wenn man einen Wald anhält und trinkt. So. Nun wird es weitergehen Richtung Berchtesgaden. So, das sollte man vielleicht heute noch mal sagen. Heute ist Samstag, viel Fahrzeugverkehr, aber sonst lässt sich das bislang fahren.
Anfahrt Königssee, ne? Bei traumhaftem Wetter. Voll bis unter die Decke, würde ich sagen. So, mal gucken, ob wir Richtung Königssee kommen. Aber das denke ich mal, mit dem Rad soll das kein Problem sein. Es ist auch mittlerweile, Augenblick, ja, 10:45 Uhr, 10.45 Uhr, beste Zeit. Und es ist Samstag natürlich auch, ne? Hallo, wir haben es geschafft, wir sind am Königssee angekommen, der hinter uns zu sehen ist. Und hier ist wieder viel los, wie wir eben schon gesehen haben. Menschenmassen. Es ist jetzt 11 Uhr. Ja, glaube ich. Wir haben das soweit geschafft. Wir werden uns auch hier wieder vom Acker machen. Sagen wir euch nochmal den Königssee gleich. Und dann dudeln wir von hier los Richtung Salzburg. Das ist die Übergangsstrecke zum Alpe-Adria-Weg und da werden wir euch auch dann natürlich auch ein paar schöne Bilder wieder zeigen. So, und jetzt den Königssee. Bis denn. Thank you.